Wissen ist Macht. Ja, aber nix Wissen macht auch nix. Ich sag immer, entweder man ist berühmt oder man ist genial und einsam. Und ich bin nun mal gern unter Leuten. Die Intelligenz jagt mich. Aber ich bin schneller. Mensch, Mädel, streckst du dich bloß oder willst du mir irgendwas Bestimmtes zeigen? Du flotter Feger, du. Mit der habe ich kurz einen Prozess gemacht. Willst nice? Hä? Warum steht denn der so aufrecht? Hey, du bist kein Soldat und hier gibt's keinen Einsatz. Klar. Runter mit dir, hier gibt's nichts außer Einsamkeit. Hello, darkness, my old... Was will der denn schon wieder? Oh, Katzelein, der Keck hat einen Abgang gemacht. Hä, wie einen Abgang gemacht? Ach, Latte, der ist eh kacke, der Keck McFüttert uns nur Dreck. Ja, immer nur das Billigfutter. Ich hoffe, der bleibt liegen, dann können wir, nachdem ich mir den Bauch nass geschleckt hab, den Keck-Depp abziehen und einkaufen gehen. Mein Ohr juckt. Ich komm nicht. Ich muss wieder zum Fitness. Was ist gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Polnisch? Aldi auf, Aldi zu. Jetzt nimm mir endlich die Wurst vom Kopf, du Polen! Ja, du glaubst auch, du bist Dr. Strange, huh? Was zum von einem Köter vollgekackten Katzenklo... Wo ist die Kackkarte hin, Alter? Wer hat das gemacht? Zeig mal nochmal! Ich pass auf, ja? Dein Ernst, Alter? Ist das Obitus Kamui? Alter, verschwinde, Trick 17! Das ist doch irgendein Jutsu, Alter. Scheißen Dreck. Aber sag mal, kommt die Karte auch irgendwann wieder? Ja. Komm zu Papi und bring mal ein Bier mit. Oh, ist das für mich? Wie lieb von dir. Na los, wirf, ich fang's. Abgezogen. Ey, Schnackschnute, gib mal Milch. Kannst du nicht höflich fragen? Das ist ja gar keine Hafermilch. Die Kuh wurde umsonst gemelkt. Sehe ich aus wie ein Spielzeug? Warum benutzt du mich zum Däumchen drehen? Inara, lass das! Inara. Schnauze! Ui, das brutzelt aber schön. Brauchst du Hilfe? Ich reich dir mal ein Pfötchen. Ah, Schimmelpimmel! Mensch, guck dir mal die Olle da an. Die hat ein Dekolleté. Ei. Wie kann man Sprengstoff so offen lagern? Die kann sich ja durch den Ausschnitt die Knie waschen. Nee, das stört mein Feng Shui. Lass das, Lan. Hä? Was denn? Willst du Köterfutter werden? Ruhig, Braunau. Nächstes Mal halt bitte die Schnauze, wenn du mit mir redest. Das ist mein Leben. Ständig bin ich auf Achse, ständig unterwegs und nie komme ich irgendwo an. Es geht einfach nicht weiter. Ich kann nicht mehr. What the cock? Warum bist du so rot, du Kugelkopf? What the cock? Hartnäckig bist du auch noch weg hier. Ich hol Verstärkung. Nee, das gefällt mir so nicht. Schluss, aus, Ende Gelände, Basta, Schnaster, es langt. Ich bin dran und du, Haar, Büschel, Fresser, hast erstmal alles gesagt. Es reicht mit deinem Super-Chill-Modus. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Ja. Guck nicht so blöd, frag nicht, hilf mir einfach hier runter, Mann. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber gemütlich ist anders, klar? Ich sollte echt aufhören, so viel zu rauchen. Yo, Bro, was ist los? Warum bist du so ein Chiller-Killer? Du rauchst ja weniger als Kamorra, Alter. Deine Fresse hat hier Sichtverbot. Hauste! Es tut mir so leid. Du weißt, ich liebe dich. Du bist mein Herz. Aber dein Anblick bereitet mir Schmerz. Herrgott, verdammt. Wir brauchen einen Exorzisten. Dein Gesicht ist nicht mehr erträglich. Immer wenn wir Besuch haben, schäme ich mich für dich. Bitte leg einfach mein Essen hin und geh. Geh ganz weit weg. Wo es keine Sonne gibt. Ich kann nicht mehr. Mein Herz blutet für dich. Kicklass, ich steck fest. Echt jetzt, Bro? Keine Angst, ich hol dich da raus. Falsche Richtung. Du Spermafleck. Ach echt? Und hast du jetzt eine Glatze, Bro? Ihr wollt nicht wissen, was ich da gerade fabriziert habe. Ich hab das ganze Klo vollgeschissen. Ich glaube, ich brauch die ganze Rolle. Das aus ist gar nicht wiederzuerkennen. Also bleib du, wo du bist. Hier herrscht Erstickungsgefahr. Ich glaube, ich hab mir in den Achsel gekackt. Nee, ist nur Nutella. Lecker. Nicht jedes Loch bedeutet, dass da was kaputt ist, aber jedes Loch bedeutet, dass da was reinpasst. Ich glaube, ich passe da rein. Hä? Ja, nee. Das ist ja eng. Ich muss hier raus. Ich stirb. Im Dunkeln ist vielleicht gut munkeln, aber das sieht ja keiner. Yo, ganztagslecker. Was machst du da? Ich seh nix. Ja, so ist das, wenn man so einen dicken Schädel wie dein überall reinsteckt. Und warum läufst du die ganze Zeit rückwärts? Weil ich vorne nicht sehe. Aber hinten, oder was? Kennst du nicht das Sprichwort? Alle Jute kommt von hinten. Nächstes Mal, wenn ich einen Hund sehe, klatsche ich den... Ja, erschreck mich da nicht so, du Dreckskäter. Holt mich hier raus, ich bin Star.
Bleib hier, mein Satz. Du bist der liebste Mensch auf der ganzen weiten Welt. Ohne dich ist das Leben nicht mehr lebenswert. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Bleib hier, mein Sonnenlis. Ohne dich seint die Sonne nicht. Na so, bleib hier. Was siehst du nicht? Ohne dich kann ich's nicht. Okay, okay, ist ja gut. Ich geb zu, ich hab die letzten 12 Stückchen Kuchen gegessen. Aber ich hatte keine Wahl. Ich war da, sie waren da und einer musste gehen. Ich hab's für dich getan, jetzt musst du sie nicht mehr essen. Du bist eh schon viel zu fett. Ach! Okay, okay, das ist zu viel Gewicht für den Ausstieg. Ich bleib einfach hier. Muss mein Nachtisch. Oh, wen haben wir denn da? Ich wollte mich anschleichen, aber du bist so hässlich, das ist ja gar nicht möglich. Nicht anfassen mit den nackten Menschenpfoten. Selbst dein Schatten versteckt sich. Schön, Diggi, wir haben es geschafft. Wir sind im Land der Lüstern gekommen. Auf der anderen Seite finden wir alles, was unser Herz begehrt. Auf zu den Schrittschlitzen. Kampfkacke, in meinem Kopf sah das viel heroischer aus. Red Bull verleiht Flügel. Hornriss. Das war's mit dem Nachwuchs. Oh, da filmt ja jemand. Hi, alles gut. Nichts passiert. Viva Wildus the Last, Baby Boy. Lektion für Ducky, niemals auf eine Lücken zu. Galoppi, Attacke. Na los, wer schon, Alter? Hier, fang. Fang? Du hast wohl das Prinzip des Spiels noch nicht verstanden, aber okay. Ja, kannst du haben, Freundchen. Du bist nicht der Einzige, der so spielen kann. Pass gut auf. Na, gefangen? Sieht nicht so aus. Pech gehabt. Weihnachtseinkäufe, Plätzchen backen. Ich muss noch so viel machen. Ja, nein, der Gedanke allein macht mich schon so fertig. Ich kann nicht mehr. Seid ihr bereit für die Entladung? Entladung? Nein! Ich will nicht kastriert werden. Entladung, ihr müsst einfach hier raus. Dein Akzent geht einem echt auf den Sack. Hey, mach mal halblang, Papi. Hast du nicht eine Frau zu Hause? Es reicht, dass du auf Instagram die ganze Zeit likes. El culo bien fuerte. Deswegen sagen Frauen, alle Männer sind Götter. Ihr liked die kleine Kuhle von der Switzerland, ihr liked die große Kuhle von der Kuba. Samtoys mit eure Culo-like-Marathon. Ihr zeigt nicht, was du drauf hast. Dein Ernst, Alter? Sie können mir alle mal die Sackhaare lecken. Sie meinte, jemand wie ich könnte sie niemals glücklich machen. Ich weiß, ich bin zu klein, aber ihre Sackgasse war so weit und zieh mich doch nicht mehr auf den Meer. Das denkst du doch immer. Gar nicht. Warum schnüffeln meine Menschen nie an meine Böhm? Ich nicht verstehe. Jeder andere tut's, aber nicht du. Du weigern dich, deswegen hab ich ausgeschleckt meine Böhm und lecken dich jetzt auf der Mund. Tada, und gefallen dir der Geschmack von meiner Böhm? Zeit für den Rennsäcke. Frohe Weihnachten. Jingle balls, jingle all the way. Oh, wo bin ich hier nur gelandet? Gott helfe uns, steh uns bei. Es regnet ganz viel weiche, weiße Kacke. Wie hässlich, ich bin nicht hässlich. Komm her, ich geb dir Box schneller als Amazon Prime. Du Hund, du Erde, kommt der wirklich? Ich weiß es nicht. Ja, komm her, ich geb dir Box wie Manny Mayweather. Es tut mir leid. Ich wollte deine Freundin nicht anspringen. Aber die bist so hässlich, ich konnte nicht anders. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir, hol mich raus. Ich bin Star, hol mich raus. Du bist eine Bedrohung für die Menschheit. Sie schadet deinem Image, ich wollte dir nur helfen. Hol mich hier raus, ich bin ab jetzt auch ganz lieb. Versprochen. Das Meer ist blau, der Himmel ist blau, meine Lieblingsfarbe. Nee, bin das etwa ich? So sehe ich aus? Mutti, wie konntest du nur? Unerträglich, was in Deutschland alles so finden wird. Der Deutsche liebt einfach. Oh, meine Güte! Schau dich mal an, du bist eine Prachtexemplar, so fantastisch. Ich würde dich gern ausschlecken wie eine Muschel. Augenblick mal, so hübsch ist doch nur einer. Schermörisch. Ich hab mich selbst verliebt. Ich hab auf einen Basketballkorb geworfen und sogar getroffen. Das war toll. Ah, du Heilige, was ist das denn? Es gibt einige, die können's und einige, die es nicht können. Du solltest lieber dein ganzes Leben lang zu Hause bleiben. Vertrau mir. Nein, ich hab keine Lust auf dein... Oh, ist das die legendäre asiatische Massage, von der ich schon so viel gehört hab? Ach, du heiliger Stahlhammer, Mjölnir, flieg! Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das war's. Ich bin fertig. Die Bockwurst war wie frisch gebraten, jetzt ist sie lebrig. Ihr könnt mich direkt einpacken und verschicken, ich bin draußen.
Guck doch nicht so genau hin. Siehst du, ich schäme mich nicht für dich. Ich lieb dich. Ich meine ja nur, Natalia, wenn du sowieso vorhaben, mit jedem Mann zu schlafen und der sagt noch Hallo, dann lass dich wenigstens dafür bezahlen. Ich wüsste, ihr würdet warten. Pünktlich kann jeder, aber wer kann sein so schön? Schaut doch her, von da hinten habt ihr die perfekte Aussicht auf der Pö. Ach, ich bin nicht kitznig. Ich habe Speckschutz. Ich bin absolut vollkommen und sowas von bereit für den Scheiß. Lass mich nur kurz die Aussicht genießen und ey! Dieser wandelnde Sparschwein schlitzert ihr schummelt! Nee, das mach ich nicht mit. Hast du gesehen, wie lang ihre Beine sind? Die ist ja untenrum gebaut wie eine Giraffe. Kann schön alleine rennen. Mensch, merkst du gar nicht, wie hässlich du bist? Das gibt ja Ungeziefer was Hübscheres als du. Wenn ich so hässlich wäre, würde ich mir den Arsch rasieren und anfangen rückwärts zu laufen. Ja, das würde dann ungefähr so aussehen. Garantiert besser als das, was ich mir jetzt hier ansehen muss. Nur ein Millimeter, nur ein einziger verkackter Millimeter. Mir fehlt nur ein bestimmter scheiß Millimeter. Komm her. Dieser halbe Millimeter. Bitte, komm zu Papi. Was für primitive Unmenschen, ich fass es nicht. Wir haben 2019 und die hatten in dem Laden keine verdammten Papiertüten. Was soll das? Jetzt muss ich nicht so Sorge tragen, als hätte ich als Veganer nicht schon genügend Probleme. Keiner macht das so. Tut mir leid, ich bin kein Spoiler, ich bin nur ein stiller Beobachter. Ich mach dich fertig, ich hab ganz krasse Moves drauf. Schnauze auf den billigen Plätzen, du Mogli! Wo warst du die ganze Nacht? Ich müsste Schnüffeletest machen. Ich wüsste es, du riechst nach Stipsi in der Pipsi, du Lüder. Wer war eine Bö? Hacke Peter, wird zu kacke später, du Keck! Was, du Lexikon-Nachschlager? Ich dachte, da wäre eine Scheibe davor, Mann. Ich geb dir gleich eine Scheibe von meiner Pfote ab! Schau sich mal einer diesen Pö an. Diese Schnecke hat echt ein schönes, gebärfreudiges Becken. Da will man direkt was reinstecken oder einfach dran rumschlecken. Magen! Hey, du Sackgesicht! Übertreib doch nicht so! Frag doch erst mal! Nein, das geht so nicht, Der Doktor dödelt immer mit meinem Dödel. Ich fühle mich danach immer so benutzt. Ich kann nicht mehr. Lasst mich allein! Ey, gemütlich Macher, Schluss mit lustig. Bei dir lief's schon lang genug. Zeit, dass nicht mehr läuft. Zeit für ein Rollendrehen. Na los, raus da! Jetzt ist meine Kuschelzeit gekommen. Na los, rennen! Warte mal, wie hast du es hier so lange ausgehalten? Die riecht ja aus dem Maul, als hätte eine Gruppe von Ratten darin Durchfall gehabt und wäre danach in ihrer Schnauze an dem scheiß Durchfall krepiert. Nase zu und durch da. Wer nichts riskiert, der bestraft das Leben. Hopp, hopp, Springerstiefel. Das sah von da unten viel gemütlicher aus. Egal, machen wir das Beste draus. Chillin' hardcore on the limit. Machst dir einen auf Straße, aber riechst frisch gewaschen. Du bist ein Fick, du Olga! Kommt eine Katze in Püffchen und sagt, ich hätte gern ein paar Freudenmädchen. Sagt dazu, wie viele wollt ihr denn genau haben? Vier wollt ihr haben, Alter. Du machst die ganze Welt kaputt, Mann. Kein Grund, mich so schief anzuschauen. Ich schau dich an, wie ich möchte. Willst du Stress? Lass, Junior. Ich hab dir schon mal gesagt, halt gefälligst die Fresse, wenn du mit mir redest. Klar? Ich weiß, du findest mich nicht heiß, aber stell dir doch einfach mal vor, wie geil unsere Kinder aussehen würden. Deine Pünktchen und meine Nase, das wäre ein Traum, Baby. Es ist das nicht wert, keine Angst, ich mach auch ganz schnell. Das ist ja das Problem. Jungs, ich hab ein tolles Mädchen kennengelernt, Mann, die hat's echt in sich. Ich sag euch, ich wollte die auch schon längst rumbringen, aber dann dachte ich mir so, ne, bei euch lieber nicht. Ach was, bei uns brauchst du doch keine Angst haben, dass dir was wegkommt. Ich meine, ich hab eh eine Freundin und Ono, er rührt sich seine Soße lieber selbst. Ja, was? Na, er cremt sich seine Claire lieber selbst ein. Was? Erst Romeo und Julia auf einmal. Erst dauerhaft den Eigenbetrieb. Bei ihm fällt die Kokosnuss nur von der Palme, wenn er selbst dran rüttelt. Verstehst du? Du brauchst also echt keine Angst zu haben. Jetzt hab ich doch noch viel mehr Angst. Ey, Ono, was soll das? Schnauze weg! Ono, lass das, kannst du nicht teilen! Nein, Lan! Selbst ist der Mann! Scheiß Ego-Shooter. Ach, darauf freue ich mich hey, schon. Ey, was hast du da Schönes? Gib mal her, du Lahmlecker! Scheißikowski! Nein! Warte, ne! Nee, das kann doch ja nicht sein. Nee. Das ist doch nicht der Fassbarkeit. B-Köpfchen, C-Köpfchen, D-Köpfchen. Hört mich! Mist, wo sind meine ganzen Köpfchen? Ich hab ihn! Ihr habt mich mit der falschen schwarzen Katze angelegt. Neymar, Ronaldo, Alter, nenn mich zu Basa. Kaua, Bam, Alter. Tor! Ja, Leute, da habt ihr's mal wieder. Hey, was hast denn da Schönes? Sieht aus wie ein Hulk-Hoden. Das riecht ja so, wie du aussiehst. Da kotze ich mir lieber in den Mund und schluck es. Nö, lass uns den Fried. Das ist meine Schätze. Mhm. Keiner spielt so tüchtig mit meiner Pö wie er. Ist so. Also füllten weg von meiner Pöppelist, Mölch, die Hümmel, Säppchen, die. Mensch, spritzt das Wild.
Und was kommt jetzt? Ach, lecker. Warum schmecken die Flaschen so nach Fischsoße? Weil Susi die aus dem Salami-Versteck gezogen hat. Was? FML? Planet der Affen? Spanner? Thanos auf dem Thron? Quill sieht Gamora? Quill mit Gamora? Quill mit Gamora nackt. Thanos auf dem Thron. Guter Junge. Krass, macht der sich zum Affen. Was für ein Lappen, Alter. Richtige Opfergabe, dieser Keckvogel. Sei mal mehr Katze, Bro. Nein, ich will einen Keks. Ein Keks für den Keck, bitte. Ja, sehr gut. Doch, tut mir leid, Baby, aber es läuft einfach nicht, wie es sollte. Du müsst dir mal ein bisschen was Neues einfallen lassen. Was kommt da jetzt? Jetzt bist du ein Vampir, ja? Super, ganz toll. Ich bin jetzt richtig angetan und glücklich. Können wir jetzt bitte schlafen gehen? Ist gut, ich komm ja schon. Na, shit. Der Ball kam aus dem Nichts. Was? Lacht mich bitte nicht aus, ich kann nicht mehr. Hey, Schatz. Wer ist da? Wir sind die einzigen beiden, die hier wohnen. Wer soll's sonst sein? Du schon wieder. Wenn ich alleine schon deine Stimme höre, könnte ich kotzen. Nein, ich bin immer noch eingeschnappt. Na komm, Mensch, komm! Und kaul mir am Sack. Exzellente Befriedigung. Ah, yes, ah, yes, ah, komm her, Mami. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Das war's schon. Hey, was haben wir denn da? Ein Treffen der anonymen Versager oder was? Was macht ihr auf meinem Feld? Wer zieht euch erfällig? Du warst wohl nicht besonders gut in Mathematik. Verzieh du dich lieber. Oder ich verzieh dich. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber es klang geil. Mach dich auf was gefasst. Ich krieg dich, du kleine Drecksfliege. Wenn ich dich erwische, dann kannst du echt... Das, das war's mit dem Nachwuchs. Okay, Männer, es ist wird Zeit, endlich mal einen Schlachtplan zu machen. Folgt mir. Das Ziel des heutigen Meetings ist es, einen Weg zu finden, mehrere Köpfe auf einmal voll zu scheißen. Gibt es Vorschläge, Männers? Wir müssen doch eigentlich nur an einen Ort, wo mehrere Leute ganz dicht beieinander stehen, wie bei einem Konzert oder so, oder? Dann geht doch so einen Ort finden, geht doch so einen Ort finden! Der denkt auch, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen! Aber ganz ehrlich, das ist eine gute Idee gewesen. Gehen wir! Das ist nicht mal gut. Wo bin ich eigentlich? Das ist schön grün hier. Warte mal kurz, das geht so gar nicht. Hä? Ich bewege mich nicht. Aber alles andere schon, Rock! Ich will eigentlich nur was essen. Eigentlich nur was. Geschafft. Ich war einmal in einem Land vor unserer Zeit ein. Du perverse Sau! Du dreckiger Spanner, mach dich doch mal bemerkbar! Schweinerei, nirgendwo hat man mehr Privatsphäre. Ich hab einen neuen Trick gelernt. Den kann ich richtig gut. Ich zeige dir. Ja, ich weiß, ich bin so toll. Warten, guck nicht so blöd. Aus, auslecken ist der Kunst, du perverser Geier! Ich will die Haare schön, Ich fühle mich immer noch hässlich. Egal was ich mache, ich werde einfach nicht schön. Ich fühle mich einfach hässlich. Ich will aussehen wie die Killerjäger. So sah die mal aus? Nein. Ich bin wunderschön. Ich fühle mich so pretty. So pretty. Mensch, wie geht denn sowas? Da schämt sich doch der Gott, wenn er sowas sieht. Oh, die Arme. Ja, das ist geil. Nichts leichter als das. Ich hab's. Ja. Nein, du hast bewegt, du dreckiger, nutzsockentragender Apparatja. Ich hasse dich. Schummler! Heraus! Viel mehr auf meine Baby zu gucken! Ich hab es genau gesehen! Du hast es geguckt! Tief in ihre Pö! Wenn, dann heißt das auf ihre Pö! Nein! Ja, was? Du haben geguckt in ihre Pö hinein! Du bist der perverse kleine Lüstling! Ja, es tut mir ja leid, ich konnte nicht anders! Ihr Pö sieht aus, als hätte man einen Esel mit einer Zwiebel gekreuzt! Bei dem Riesending kommen mir die Tränen, Mann! Wieso? Was hat der Mars mit dem neuen Flughafen Schönefeld gemeinsam? Beide kennt man nur von Fotos. In etwa 30 Jahren sollen die ersten Menschen da landen. Ja, der Flughafen ist schon seit 13 Jahren neu. Trotzdem ist da noch keiner angekommen. Jetzt, Schapper. Nein, du, wie eine Bambussprosse gebaute A-Klasse nicht mal zum Kippen bringender Lappen. Nein, das gefällt mir nicht, du Dreckiger. Zum Vergnügen putzen.
Lecker, Wasser, 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 Wasser. Schon vorbei? Ja, Wasser, 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 Wasser. Das ist gesund und... Ja, ja, Wasser, 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 Wasser. Spiel nicht mehr weiter. Ja, direkt in die Fresse, direkt in die Fresse. Ich will sie in die Fresse haben. Ja, 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 Wasser, Wasser, Wasser. In die Fresse, Wasser, in die Fresse, Wasser, in die Fresse, Wasser, in die Fresse. Ich nehme das alles mit. Hey, hey, wo bleibt mein Wasser? Ja, mein Wasser, 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 Wasser.